Ja, nochmal willkommen hier auf dem Caravansalon 2024 in Düsseldorf. Mein Name ist Frank Kanitzky, vertrete heute hier die Firma Reisemobile Dülmen GmbH, die ja jetzt seit einiger Zeit dann auch Morelo vertritt. Ende September ganz groß das Morelo Center eröffnet und insofern auch natürlich hier entsprechend präsent ist und die Morelos dann auch nach vorne bringen will. Heute wollen wir Ihnen das ganz neue Flaggschiff von Morelo vorstellen. Wir haben also ganz neu im Programm den Iveco SW mit insgesamt 400 PS. Wir sehen es also auch hier an der Bezeichnung des Fahrzeugs. Das S spiegelt sich auch nochmal in der Seitenlinie des Fahrzeugs wieder. Also gänzlich neu, eine Ergänzung zu unserem Programm des Empire Liner hin zum Schritt zum Grand Empire. Genau dazwischen liegen wir eigentlich. Wir haben bisher immer die Alternative gehabt, dass die Leute einen Actros fahren wollten. Hier gibt es jetzt die wesentlich deutlich günstigere Variante, indem wir tatsächlich auf einen Iveco SW gehen. Da sparen wir schon mal 50.000, 60.000 Euro gegenüber der Variante mit dem Mercedes Actros. Das Fahrzeug selber ist 10,85 Meter lang. Wir haben einen SW 400 103 vom Grundriss her so ausgestaltet, dass ich insgesamt eine Garage habe. Ich kann hinten reinpacken einen Smart. Hier ist jetzt ein Hyundai i10, also ein kleines viertüriges Fahrzeug drin. Ich kann in der Länge noch bis über 11 Meter gehen. Also von daher habe ich da noch ein bisschen Spielraum. Ich kann aber auch genauso gut auf eine Autogarage verzichten und habe hinten drin eine Fahrradgarage oder eine Rollergarage. Dann komme ich also auch auf eine Länge von unter 10 Meter. Fahrzeug hat insgesamt eine Länge hier jetzt beim SW 103, eine Länge von insgesamt 10,85 Meter. Ich habe eine Höhe, mit der Klimaanlage bin ich bei knapp unter 4 Meter. Ich habe eine Breite von 2,55 Meter. Unten drunter der Iveco SW mit 18 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Ich bewege das Ganze mit insgesamt 400 PS. Also insofern wirklich eine echte Alternative zu dem, was wir bisher mit Mercedes Actros hatten. In der gleichen Liga spielen wir jetzt mit dem SW von der Firma Iveco. Zum Preis müssen wir feststellen, hier jetzt in der Ausstattung als Garagenfahrzeug mit der Länge von knapp 11 Metern liege ich also beim Bruttolistenpreis von rund 600.000 Euro. Bin ich beim Grundriss kürzer, komme ich natürlich auch in die Richtung von 550.000 oder drunter. Gehe ich noch ein bisschen länger, bewege ich mich dann aber auch in die Richtung von 650.000. Echte Alternative nachher zu anderen großen Fahrzeugen, die bei Morelo ja insgesamt im Fuhrpark sind. So, hier beim Fahrzeug habe ich eine Autogarage. Ich kann reinfahren einen Smart, ich kann reinfahren einen Hyundai i10, wie wir es hier gerade sehen in unserem Beispiel. Ich könnte aber genauso gut reinfahren, vielleicht in einer etwas Variante, dann aber zum Beispiel auch einen Fiat 500. Und wir sehen bei dem Blick in die Garage, wir haben das Schienensystem, wir haben im Übrigen im Hintergrund unsere tolle Victron-Technik, dazu gleich vielleicht noch ein bisschen mehr. Und was nochmal wichtig ist, ich komme nochmal wieder ins Bild bei Ihnen, ich habe eine neue Aufhängung. Ich habe nicht mehr das schwere Stoßdämpfersystem, wie wir es in der Vergangenheit hatten, was häufig im Wege stand beim Beladen der Garage. Und was auch natürlich eine tolle Geschichte ist, ich habe einen Fahrradlift. Ich kann ihn jetzt leider nicht weiter runterfahren, weil es Fahrzeug stellt. Ich stelle meine beiden E-Bikes drauf. Ich kann die laden über Nacht. Ich ziehe das Ganze hoch und hinter meinem Bett, hinter meinem Kopfende stehen meine beiden Fahrräder immer im Trocknen. Und von daher gut gesichert dann auch. Mittlerweile in der Fahrzeugklasse verbauen wir Victron-Technik. Victron ist also schon eine sehr renommierte Firma mit entsprechend präzisierter Technik auch. Wir haben hier in diesem Fahrzeug 4 Lithium-Ionen-Batterien von jeweils 200 Amperestunden, die dann jeweils aufgeteilt werden nach hinten hin, quasi in zwei Kanäle von 12 Volt, die ich also habe, sodass ich dann im Grunde eine Lastverteilung habe über insgesamt 1600 Amperestunden an dieser Stelle. Ich habe bei dem Fahrzeug möglich oben 8 oder 10 Solarpaneele von jeweils 140 Watt, sodass ich also weit über 1000 Watt an Leistung habe, um diese Batterien zu speisen. Die Grundeinspeisung sehen wir hier nochmal an dieser Stelle. Hier sehen wir einzelne Komponenten, immer das, was blau ist, ist Victron. Ich habe kleinere Wechselrichter, ich habe die zentrale Einspeisung, wo ich dann auf dem Campingplatz, auf dem Stellplatz meine Landstrom einfließen lassen kann ins Fahrzeug. Sie sehen dort die Sicherung nochmal zum Teil, vielleicht eine Besonderheit, aber das werden wir gleich innen nochmal sehen im Rahmen unserer Digitaltechnik.
Es gibt nicht mehr die kleinen fliegenden Sicherungen. Das Ganze machen wir inzwischen über digitale Sicherung, aber auch dazu gleich ein bisschen mehr, wenn wir über die digitale Steuerung reden. Hier habe ich eine weitere Klappe, die mir Zugang zur Garage verschafft. Wenn wir mal die Kamera rüberschwenken, wir haben auf der rechten Seite so einen kleinen Endschalter in gelber Position. Bis dahin fährt mein Auto vor, die Seilwinde bleibt stehen und dann muss ich natürlich das Vorderrad entsprechend verzurren und dazu habe ich die Klappe, dass ich drankomme, um dort meine entsprechenden Gurte anzubringen und das Fahrzeug zu stabilisieren. Ja, vielleicht wir werfen noch mal einen Blick auf das Äußere, auf die wunderbaren Formlinien, sage ich mal, dieses Fahrzeugs. Er ähnelt schon ein wenig dem Empire Liner, das sehen wir natürlich, ist wesentlich geschwungener, weil er nochmal so diese S-Form in der Seitenlinie hat. Sie sehen die wunderbare Glasbeplankung, wir haben Echtglasfenster, kratzfester, wesentlich besser schalldämmend gegenüber dem anderen. Wir haben unsere große Markise mit der LED-Lichtleiste. Und das Hauptargument, warum viele Leute jetzt vielleicht vom Empire Liner rübergehen wollen auf den Iveco Evo, ist tatsächlich, wir haben eine echte Alternative zu deutlich günstigeren finanziellen Konditionen, als wir sie beim Mercedes Actros bisher hatten. Wobei in Zukunft der Actros sowieso nur noch verfügbar sein wird, wenn ich auf den Grand Empire gehe. Empire Liner bekomme ich nur noch mit dem Atego, mit dem Mercedes Atego. Und genau dazwischen, diese Zielgruppe, sprechen wir jetzt an mit dem Iveco S-Way, mit dieser neuen, echten Alternative. So, jetzt haben wir das Prachtstück natürlich mal hier von innen und das ist genau das, was die Kunden anspricht. Sie sind es bisher gewohnt, dass sie analoge Anzeigeinstrumente haben. Wenn sie digitale Instrumente haben wollen, wenn sie solche tollen Navigationssysteme und Displays haben wollen oder das digitale Spiegelsystem, dann waren sie es bisher gewohnt, dass sie zu Mercedes greifen mussten. Jetzt können wir das Ganze, sag ich mal, auch etwas kostengünstiger anbieten. Sie sehen also hier ein voll digitalisiertes Display, Cockpit mit entsprechenden Assistenzsystemen, die es bisher in anderen darunterliegenden Fahrzeugen, wie zum Beispiel dem Iveco Daily, dann nicht gibt. Wir haben unser neues digitales Rückspiegelsystem, gleichzeitig verbunden mit einer 360-Grad-Kamera, also mit einem Birdview-System, wo Sie dann jederzeit sehen, wo Sie mit Ihrem Fahrzeug sich im Verkehr befinden oder beziehungsweise eine deutliche Hilfe auch haben, entsprechend beim Einparken. Ein sehr beliebter Grundriss inzwischen ist unsere sogenannte Barversion. Viele andere Ausstattungen haben hier an der Stelle eine lange Bank. Barversion insofern gut, wenn ich tatsächlich vielleicht nur zu zweit unterwegs bin. Ich habe die Möglichkeit, ich sitze mir schön face-to-face gegenüber. Ich kann von da aus meinen Fernseher betrachten. Ich kann aber genauso gut, wenn ich mit Freunden mal abends einen Wein oder ein Bier trinke, dann gehe ich also hin, ziehe meinen Tisch raus, mache ihn hier nochmal entsprechend hoch und habe natürlich nochmal einen wunderbaren großen Platz, wo 4, 5 Leute sitzen können. Das Fahrzeug ist im Übrigen zugelassen für 5 Personen. Sie sehen 1, 2, 3 und hier haben wir nochmal 2 zusätzliche Plätze auf dieser Seite, auf dieser Bank, sodass ich also gut mit 5 Personen reisen kann. Ganz neu in allen unseren Morelo-Fahrzeugen, angefangen vom allerkleinsten Loft bis hin zum Grand Empire, ist unsere digitale Steuerung. Wir haben im Fahrzeug kaum noch Lichtschalter, wir haben kaum Schalter für andere Funktionalitäten wie Fernsehen rauf und runter, wie vielleicht Treppe raus und reinfahren. Alles regeln wir hier jetzt über ein Display der Firma Garmin. Wir drücken drauf und Sie sehen also hier sofort zum Beispiel mal alle Lampen, alle Lichtquellen innerhalb des Fahrzeugs. Ich kann aber genauso gut, auch an der Stelle könnte ich jetzt zum Beispiel einklinken, das Thema, ich kann mir einen Stand anschauen, wie sehr meine Tanks gefüllt sind, wie sehr sie leer sind. Ich könnte an der Stelle meine Fäkaltanks, meinen Abwassertank leeren über die elektrischen Schieber, die ich hier in dem Auto verbaut habe. Ich kann meine Klimaanlage steuern, das heißt also, ich kann hier von dieser zentralen Stelle aus sagen, kälter oder wärmer. Ich habe verschiedene Zonen im Fahrzeug. Ich kann dann an der Stelle hier mein Frontrollo betätigen, rauf und runter. Ich kann mein Hubbett rauf und runter fahren. Ich kann die Markise rausfahren. Ich kann die Trittstufe rausfahren. Sie sehen also alle Elemente dort angezeigt. Eine ganz tolle Geschichte ist, ich kann mir an zentraler Stelle einen Überblick verschaffen, welche Klappen am Fahrzeug geöffnet sind oder geschlossen sind. Hier kann ich sehen, dass die Heckklappe auf ist. Ich kann sehen, die Ausgangstür oder Eingangstür ist geöffnet. Alle anderen Klappen sind geschlossen. Ich kann die Zentralverriegelung für die Klappen an der Stelle generell schließen. Ich kann generell öffnen. Ich kann aber auch einzelne Klappen schließen und wiederum öffnen. Was eine noch tolle neue Geschichte ist, ist, ich sehe hier einen Überblick über meine Ströme, meine Wege des Stroms. Ich sehe meine Kapazitäten von Batterien, von der Solaranlage. Und
wirklich eine tolle Geschichte ist, ich sehe hier in einem Überblick den Zustand aller meiner Fahrzeugbatterien. Also wenn mir jetzt irgendwo eine Batterie ausfällt, dann würde vielleicht zunächst mal bei einer Überlast das gelbe Licht angehen, beziehungsweise es geht auf Rot an. Wie war es früher? Ich musste rausgehen, musste die fliegende Sicherung erneuern. Der Schaden ist nochmal wieder entstanden, ich bin wieder rausgegangen. Hier kann ich an dieser Stelle einfach nur über einen Fingerdruck kann ich meine Sicherung wieder reaktivieren. Das heißt also, ich habe digitale, ich habe elektronische Sicherung und bin weg von dem Wechseln hinten der 10, 15 oder 20 Ampere kleinen fliegenden Sicherung. Eine tolle Geschichte, gänzlich neu. Weil ich jetzt hier noch die Victron-Technik verbaut habe, habe ich nochmal natürlich meine Schaltzentrale für die Victron-Technik. Und interessant ist hier zu sehen, dass ich also auch nochmal sehe, wie viel Landstrom liegt an. Ich kann genau sehen, wie viel Last habe ich auf meinen Batterien, wie erfolgt die Beladung oder Entladung, vielleicht oben durch die Solarpaneele und Entladung durch meine Verbraucher, die ich in dem Wohnmobil anhabe. Also ich habe hier wirklich an zentraler Stelle einen sehr guten Überblick über meine elektrischen Kapazitäten. Weil wir hier ein Garagenfahrzeug haben, haben wir natürlich ein entsprechend hohes Bett. Aber hier ist es so, grundsätzlich ist das ein Queensbett, ausgebaut zur sogenannten Liegewiese. Liegewiese deswegen, es geht bis nach rechts und links an den Rand. Und die Schränke, die eigentlich links und rechts neben dem Kopfende sind, kommen nach vorne. Heißt, ich habe also viel mehr Kleiderschrankkapazität und habe fast über die volle Breite, sage ich mal, mein Bett mit 2 Meter Länge. Und hier in der Breite bin ich sicherlich bei 2,20 Meter dann. Ergänzend zu meinem Heckbett, in diesem Fahrzeug jetzt verbaut, nochmal ein Hubbett oben an der Stelle, wo ich dann von mir aus nochmal die Enkelkinder, die Kinder unter oder irgendwelche anderen mitfahrenden Gäste, sag ich mal, unterbringen kann, sodass ich hatte vorhin gesagt, wir 5 Sitzplätze haben und ich habe also mindestens 4 Schlafplätze. Bei kleinen Kindern kann man ja vielleicht auch mal zu zweit oder zu dritt zusammenrücken in dem Bett. Unser typisches Raumbad, was wir aus dem Palace, aus dem Empire Liner gewohnt sind, finden sich hier natürlich im SW wieder. Ich habe meine freistehende Toilette, ich habe eine Echtglasdusche in wirklich toller Größe. Ich habe oben meine Kopfbrause, zusätzlich noch die normale Handbrause. Ich habe einen schönen großen Waschtisch. Und was natürlich nochmal wichtig ist, ich habe in allen Fahrzeugen und hier auch nochmal im Speziellen nochmal unsere Keramiktoilette. Ich habe hier einen Abwassertank von, glaube ich, 300 Liter an dieser Stelle. Ich kann nochmal umpumpen, das normale Schmutzwasser vom Duschen, vom Händewaschen in den Abwassertank und erst dann muss ich zur Entsorgung fahren. Also ich habe reichlich sowohl Frischwasser als auch Abwasserkapazitäten. So im Küchenbereich, das, was mittlerweile bei unseren Linerfahrzeugen Standard war, wir jetzt aber durchziehen bis in die untere Reihe. Sie finden in allen Morelo-Fahrzeugen nur noch sogenannte Haushaltsweißware. Das heißt, wir haben nicht mehr die üblichen Kühlkombinationen der Firma Dometic, sondern Sie finden also hier tatsächlich Haushaltsweißware, Kühlschränke. Sie finden einen 200-Liter-Kühlschrank, Sie finden einen 60-Liter-Gefrierschrank, so wie Sie ihn zu Hause in Ihrer Einbauküche haben, in einem 60er-Rastermaß. Das heißt, da bin ich also sehr flexibel, was auch vielleicht eine spätere Ausstattung dann an der Stelle nochmal betrifft. Ich habe den schönen Apothekerschrank an dieser Stelle, wo ich also dann oben meine Gewürze, meine Cornflakes abstelle und im unteren Bereich immer Soft Close in allen Auszügen, die wir haben. Und im unteren Bereich kann ich noch was abstellen. Ich kann meine Essig und Öl und ich kann auch meine Rotweinflaschen zum Abschmecken meines Essens dort an der Stelle dann nochmal wieder abstellen. Bei der Haushaltstechnik, die ich vorhin angesprochen habe, haben wir natürlich jetzt hier an dieser Stelle einen Backofen mit Mikrowellenfunktion. Auch hier jetzt ganz normale Haushaltsware, die man auch im Bedarfsfall dann vielleicht durch ein anderes, noch intelligenteres Gerät oder vielleicht auch mal bei Defekt dann leicht ersetzen kann, weil ich immer in diesem 60er Rastermaß bin. Und auf der anderen Seite schwenken wir einmal rüber. Auch hier bei so einem Fahrzeug gehört es, glaube ich, fast immer mit dazu. Eine entsprechende Spülmaschine, die auch während der Fahrt läuft. Das heißt also, bevor ich losfahre, räume ich schnell mein schmutziges Geschirr weg. Während der Fahrt spült ihr und wenn ich am neuen Punkt ankomme, habe ich wieder sauberes Geschirr, was ich entweder daraus nehme oder schnell in die Schränke einräume. So, ich kann hier an der Stelle, hier ist jetzt mal ein normales Kochfeld verbaut, ich kann aber an der Stelle genauso gut ein elektrisches Induktionsfeld einbauen, was auch häufig dann im Grunde gewählt wird. Hier bei der Ausstattung dieses Fahrzeugs ist man jetzt nochmal auf die konservative und herkömmliche Art gegangen und hat einen normalen Gasbackofen eingebaut. Eine Espressomaschine ist immer Standard. Ich habe schöne große Stauraumklappen, leicht zu öffnen mit einem Druck.
Und kleines pfiffiges Feature, hier oben kann ich meine Nespresso-Kapseln ablegen, gerade mal keine drin. Ne, aber ich habe jedenfalls schöne große Stauraumklappen mit entsprechenden Rausfallsicherungen, also da kann mir nichts so schnell passieren. So, hier bei dem Fahrzeug, wie gesagt, eine Länge von 10,85 Meter, habe ich zwei Klimaanlagen. Ich habe eine im Schlafbereich, ich habe eine hier oben im Wohnbereich. Sie sehen von der Firma Dometic, die FreshAir 2600 heißt sie, glaube ich, die ich dann, weil ich auch entsprechende Batteriestärken habe, durchaus lange auch betreiben kann, ohne dass ich am Landstrom hänge. Dafür ist die Energie auf jeden Fall ausreichend. Mittlerweile auch schon Standard bei fast allen Morelo-Fahrzeugen. Sie sehen, das ist Mineralwerkstoff, also das ist mehr oder weniger Stein. Da wird nicht irgendwelcher Kunststoff oder Holz jetzt verarbeitet. Sie haben zwei wunderbare Waschbecken, nochmal hier mit dem Abtropfbecken. Und wenn Sie sich bitte mal die Armaturen anschauen, wenn ihr euch das anschaut, dann seht ihr einfach, das ist nicht irgendwelcher Kunststoff, sondern das ist wirklich Qualitätsarbeit, die dann durchaus an der einen oder anderen Stelle auch mal den Preis des Fahrzeugs rechtfertigt. Ja, das war unser kleiner Rundgang durch das neue Highlight, durch den Eyecatcher, den wir hier bei der Firma Morelo auf dem Caravan-Salon haben. Den Palace Liner auf Basis des Iveco S-Way mit 400 PS. Ein wirklicher Publikumsmagnet und soweit ich es mitbekommen habe, sind auch schon einige Aufträge geschrieben. Zur Lieferzeit vielleicht eine kurze Ausführung. Wenn Sie heute hier auf dem Caravan-Salon unterschreiben würden, dann sind wir, glaube ich, ab Mitte nächsten Jahres in der Lage, Ihnen das Fahrzeug auszuliefern. Idealerweise dann natürlich bei uns, bei Reisemobile Dürren, mit einer eintägigen Einführung in alle Elemente dieses Fahrzeugs, sodass Sie dann, wenn Sie starten und in den Urlaub fahren, gut vorbereitet sind, sich wohlfühlen und keine Probleme mehr mit dem Fahrzeug haben.